Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Horizon Zero Dawn. Ich begrüße euch auf meinem Kanal und ich würde sagen, wir machen weiter wie versprochen mit der Quest Die Stadt der Sonne, begib dich nach Meridian. Wenn euch diese Folge ein bisschen gefällt, dann lasst mir doch bitte am Ende des Videos einen Kommentar da, ein Like oder auch ein Abo, würde ich mich sehr, sehr darüber freuen. Ihr wisst ja, Leute, Support ist wirklich super und macht natürlich viel, viel mehr Spaß, hier immer schön fleißig am Ball zu bleiben. Obwohl das Spiel so auch sehr, sehr geil ist. Also mir macht sowieso Spaß. Aber wie gesagt, ich würde mich sehr, sehr über Unterstützung freuen. So, und jetzt würde ich sagen, wir machen jetzt weiter. Wo habe ich denn da ein Ding gesetzt? Da war ein Panorama, genau. Das haben wir gefunden. So, Stadt der Sonne. Schauen wir mal, wo sie lang geht. Und vor allem, was uns da für Maschinen erwarten, da bin ich sehr, sehr gespannt. Das sieht aus wie der Grand Canyon hier. Richtig cool gemacht. Was ist denn das überhaupt für eine Stufe von der Quest? Stufe 12, ja, das geht ja eigentlich. Ich bin jetzt Stufe 17, also glaube ich schon, dass es jetzt schon richtig ist, in diese Richtung zu gehen. Wir haben zwar noch ein paar offene Quests in dem anderen Gebiet, aber die können wir ja nebenbei irgendwann mal machen. Ich schätze mal, das wird uns bestimmt auch zurückführen in diese Richtung dann. So, beginne die Jagdprüfungen. Jagdprüfungen. Großlaufjagdgebiete Stufe 20. Na, das machen wir jetzt noch nicht. Das machen wir später, wenn wir ein bisschen Farm gehen oder so. Jetzt gehen wir, schauen wir erstmal, dass wir nach Meridian kommen. Oh, da ist ein Schwein. Ich hoffe mal, dass... Boah, was ist denn das für ein Vieh? Ich hoffe mal, dass ich jetzt mal endlich mal so Knochen kriege oder sowas. Ich kann nichts nehmen, nichts. Boah, was ist denn das für ein Stier? Trampler. Schwäche Eis, Stärke Feuer. Ich habe kein Eis. Super, haut er ab. Ah. Hier will ich eigentlich schon mal... Boah, sind da gleich drei, ey. Okay. Schau mal, vielleicht kriegt die wohl irgendeinen höher gelegenen Punkt. Hier oben vielleicht. Gehen wir hier hoch. Yep. Hey, Leute. Boah. Warum ziehst du denn da nicht hoch, Mensch? Aber ich glaube, hier können wir hoch. Ich glaube, von hier könnte man sie gut erwischen. Kriegt er nicht. Die hauen ab, die Viecher. Na, ist zu weit weg. Okay, hier bräuchte ich den Scharfschützenbogen da. Dann gehen wir mal hier hoch. Wir sind immer näher dran, ne? Können wir sie vielleicht von hier killen? Prozent, wenn ich da durchgehe, dann greifen sie mich an. Ey, warum treffe ich die dann nicht? Nö, da komme ich nicht ran.
Boah, was ist denn das? Das sind ja komischen Geier oder sowas. Genau gewusst. What the fuck? Was ist denn das da oben? Das war's mit Schaden. Soll ich den denn kriegen? Das ist ein Riesenvogel. Hm, nur anders machen. Ich werde die jetzt einfach mal lassen. Aber ich denke mal, ich gegen riesen Vogel erkämpfen muss er wahrscheinlich. Na, geh doch da hoch, komm, ey, Leute. Zieh. Kann ich hier ranspringen? Nee, kann ich nicht. Das Schießen spare ich mir für das Jagdgebiet auf. Ah, das ist Jagdgebiet oder was? Was ist das für ein Vogel, ey? Was ist denn das für ein Vogel? Bei der Sonne. Bist du Nora? Ich habe noch nie welche im Jagdgebiet gesehen. Oder in der Jägerloge. Wie interessant. Was machst du denn hier? Hier kämpft man bei den Ausdauerprüfungen gegen eine Herde von Maschinen. Glaubst du, du schaffst das? Ich weiß es sogar. Oh Gott. Hervorragend. Tolle Einstellung. Du bist wirklich freundlich. Tja, weißt du, man fühlt sich doch recht schnell einsam in der Wildnis. Ganz schrecklich eigentlich. Das ist aber eigentlich noch gar nichts. Für mich ist Stufe 20. Ich bin ja Stufe 17. Oh, der zählt nicht. Der macht. Nee, komm. Das machen wir jetzt noch nicht. Ich sollte jetzt los. Bis zur nächsten Jagd. Das machen wir erst, wenn es. Wo muss ich jetzt hier hin überhaupt? 1600 Meter in diese Richtung. Ich schau mal, dass ich an dem vorbeikomme irgendwie. Alter, wir kämpfen gegen die da. Sollte das schnell sein.
Viecher. So, was haben die fallen gelassen? Trample. Weiter Druck machen! Na, ah, ich glaube, sind sie hier runter. Runtergeflogen, die komischen Vögel da. Das hier soll ich dir von der Sonne ausrichten. Oh, das wird eine laute Sache. Okay, die machen ein Eis-AOE wahrscheinlich am Boden. Jetzt habe ich erstmal Ruhe hier. Oh, Tränke. Ich mache mich mal trotzdem voll. Ich weiß nie, was hier noch aus dem Gras gehüpft kommt. Oh, Scheiße. Das wird zu schwer. Auch voll. Okay, Vögel müssten weg sein. Könnte nützlich sein, aber ganz schön bitter. So, 1,5 Kilometer noch. Lagerfeuer entdeckt. Lagerfeuer ist immer nice. Haben. So, schauen wir weiter. Bleiben wir auf dem Hauptweg oder gehen wir unten lang? Ich glaube, wir bleiben auf dem Hauptweg. Weil der hat ja vorher gesagt, in dem anderen Lager, dass wir auf dem Hauptweg eigentlich sicher sein sollten. Ödlicht. Ich will bloß schauen, ob es hier noch irgendwie ein bisschen, ja genau, Medikamente gibt. Ein bisschen Heilkraut. Die härteten Pfeile sind echt nicht schlecht, muss ich sagen. Lanzenhorn. Maschinenareal entdeckt. Wäre mal schön, wenn ich hier irgendwie so einen Läufer wiederfinden würde, dass ich hier mal ein bisschen reiten kann. Okay, da unten sind die Maschinen. Oh, das ist ein Langhals. Aber ich glaube, der ist ein bisschen zu weit weg. Den holen wir uns dann später, wenn wir eventuell da hinten eine Quest oder sowas haben. Dann nehmen wir den gleich mit. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal zu der Stadt, zu der Hauptstadt.
hier war einer. Mit dem kann ich nicht reden. Naja, was ist das? Ist das verpackt oder was? Okay, das ist wirklich verpackt anscheinend. Warte mal, die könnt ihr mir doch holen, oder? Probieren wir jetzt mal. Die kann ich doch reiten, glaube ich, oder? Breitkopf. Kann ich die nicht reiten? Feindliche Maschine. Probieren wir jetzt einfach mal. Ich weiß nicht, ob ich mich hier verstecken kann. Oh, fuck. Überbrücken. Kümmert euch einfach um eure Sachen. So, kann ich nicht reiten? Ich weiß nicht, wie wir hier besteigen. Genau, optimal. So, dann geht es nämlich alles ein bisschen leichter. Okay, hier haben wir eine Quest, die nehmen wir natürlich gleich an. Ich sagte doch, wir sehen uns wieder. Ah, okay, nee. Da werden wir bestimmt wieder Banditenjagd machen. Noch immer auf Banditenjagd? Oh ja, und Panik und Verzweiflung verstärken den Duft, wie Räucherwerk. Und, wie heißt dein Messer? Wozu braucht dein Messer einen Namen? So viel zum Plaudern. Bist du bereit? Aber glaub nicht, dass mir das Spaß macht. Keine Angst. Wir nehmen dein Geheimnis mit in ihr Grab. Okay, wo wären die Quest? Banditenlager Torlandel 0. Okay, wo müssen wir jetzt hier hin? Erledige die Banditen. Ja. Erst speichern wir mal. So, unser Gefährt ist auch noch da. Bleib du mal da, park du mal da. Wie machen die Banditen dann? Erlege die Banditen. Ja, wo denn? Wo denn? Hier vorne oder was? Hier sind doch gar keine Banditen. Ach so, das ist da hinten das Lager. Können wir bestimmt gleich hier vorne rechts durchgehen. Weißt du was? Das machen wir jetzt ganz einfach. Du kommst mit. Kannst du gleich mal angreifen. Da wäre der Langhals auch, ja, irgendwo hier. Da ist einer. Bei diesem Scharfschütze, den erwische ich von hier nicht. Aber den müsste ich erwischen. Okay.
Du kannst ja auch mal was machen. Okay, wir sind down. Man siehst du ganz schlecht mit dem Feuer jetzt hier. Können wir da hoch? Können wir irgendwie da hoch? Ja, da können wir hoch. Das probieren wir mal gleich mal. Vielleicht treffe ich die von hier ein bisschen besser. So, schauen wir doch mal. Hier treffen wir gar nichts. Super. Hier treffen wir gar nichts. Ich würde eigentlich, dass hier meine Maschine mal angreift. Komm mal da rein und kill mal ein bisschen was los. Irgendwie das Gefühl, dass es hier eine Falle wird oder sowas. Banditenbarbar. Nee, der steht irgendwie hinter der Tür oder so. Noch so viele, ey. Okay. Okay, haben wir auch erwischt. Sehr gut. Hier kommt einer. Da drüben hat's jemanden erwischt. Hier. Eins, zwei. Drei, vier, fünf. Okay, dann gehen wir mal da lang. Das ist Ihr Alarmsignal. Das sollten Sie lieber nicht auslösen. Ich werde mal nachsehen. Okay.
Was haben die alles Schönes? Kisten. Absolut kein Platz dafür. Oh, ey, schreck mich nicht so. Einen Moment, ich hole euch da raus. Auf jeden Fall. Ich öffne den Käfig. So, wo ist jetzt hier noch einer? Da hinten. Einer war doch jetzt noch hier irgendwo, oder? Ah, da. Gut, Banditenlager geräumt. Hoffentlich bringt der Tag nur gute Neuigkeiten. So, okay Leute, ich würde sagen, ich schaue mich jetzt hier noch ein bisschen um, werde den ganzen Loot einsammeln und dann würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge weiter mit der Quest dann nach Meridian. Wenn es euch ein bisschen gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Abo freuen, ein Like oder auch einen Kommentar. Würde mich alles sehr, sehr freuen und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, ciao, euer Andi. Hauptmann Erster dachte, sie